B1.0. Die nebenstehende Skizze zeigt das Fünfeck ABCDE. Es gilt AB sind 7, AE 8, DE 4, CE 11 und CD 9 cm, Winkel BAE sind 90, Winkel AED 128 Grad. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. B1.1. Zeichnen Sie das Fünfeck ABCDE sowie die Strecken BE und CE. Berechnen Sie sodann die Länge der Strecke BE und das Maß des Winkels AEB. Und als Teilergebnis haben wir BE sind 10,63 cm und Winkel AEB hat 41,19 Grad. Als erstes bietet sich an, mal hier die angegebenen Größen in die Skizzen einzutragen. Wir kennen AB mit 7, AE mit 8, DE mit 4, CE skizziere ich mal rein mit 11 und CD mit 9 cm. Zusätzlich kenne ich hier unten den Winkel BAE mit 90 Grad, den habe ich schon drin, und den Winkel AED mit 128 Grad. So, damit kann ich auch schon loslegen. Ich fange mit der Strecke unten AB mit 7 cm an. Genügend Platz lassen nach oben. So, 7 cm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Leider passt hier das Lineal von diesem Programm nicht ganz zu den Kästchen dazu. So, nach oben halt Punkt A und Punkt B. Dann zeichne ich die Strecke AE ein mit 8 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habe ich den Punkt E. So, dann habe ich den Winkel AED. Kann ich als nächstes anzeigen mit 128 Grad. So, sieht dann so aus. Von dem weiß ich, der ist 4 cm lang. Jetzt wird es natürlich auf meinem Tablet wieder etwas blöd, weil diese Kästchen nicht genau Zentimeter sind. Also muss ich es grob übernehmen. Wäre ungefähr hier der Punkt D zu finden. So, als nächstes brauche ich noch den Punkt C. Unten den Winkel bei B, den da kenne ich ja nicht. Aber ich kenne ja noch die Strecke CE und die Strecke CD. Also von Punkt E aus ein Kreis um Punkt E mit Radius 11 cm und einen Kreis um Punkt D mit Radius 9 cm und dann treffen sich die beiden Kreise im Punkt C. Ja, wieder ungeschickt bei mir. Auf dem Tablet lassen sich keine schönen Kreise zeichnen. Deswegen versuche ich das jetzt so genau wie möglich mit Hilfe des Geodreiecks abzubilden. So, das wären ungefähr die 11 cm. Ja. So, und dann brauche ich noch die 9 cm. So, und dann kriege ich hier den Schnittpunkt C rein. So, die Zeichnung wäre vollständig. Hier kann ich noch eintragen, rechter Grad, hier sind noch die 128 Grad zu finden. 7, 8, 11, 9 und 4. So, damit wäre das Zeichnen komplett, aber wir sind noch nicht fertig mit der Aufgabe. Ja, wir haben Zeichnen das Fünfeck und jetzt heißt es noch, berechne die Länge der Strecke BE und das Maß des Winkels AEB. Fangen wir erst mit BE an. Ja, die sollen wir sogar noch einzeichnen. Ich habe jetzt übersprungen. Ja, steht hier drin. So wie die Strecken BE und CE. BE fehlt noch. CE haben wir schon eingezeichnet. Also hier noch BE verbinden. So, die Strecke BE soll berechnet werden. Schauen wir es uns an. Die BE, in welchem Dreieck liegt diese BE? Im Dreieck ABE. Das Dreieck ist rechtwinklig, also funktionieren hier vier Sätze, nämlich Sinus, Cosinus, Tangens und Pythagoras. Was kennen wir alles in diesem Dreieck? Wir kennen zwei Seiten, die dritte Seite ist gesucht. Das schreit förmlich nach dem Pythagoras. P
Pythagoras bedeutet, die lange Seite zum Quadrat ist gleich kurze Seite Quadrat plus kurze Seite Quadrat. Finden wir auch eigentlich in jeder Formelsammlung. Wo haben wir sie stehen? Im Rechtwinkel da, Pythagoras. Hier wird in der Form a Quadrat ist gleich b Quadrat, a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat angegeben. Aber Achtung, das gilt nur, wenn bei c der rechte Winkel liegt. Deswegen sage ich immer, lange Seite Quadrat ist gleich kurze Seite Quadrat plus kurze Seite Quadrat. Also, die lange Seite ist die Strecke BE, die liegt gegenüber vom rechten Winkel. Das ist also meine Hypotenuse. Daraus folgt, BE Quadrat ist gleich AB Quadrat plus AE Quadrat. Setze ich meine bekannten Größen ein. AB sind 7 cm und AE sind 8 cm, also 7 Quadrat plus 8 Quadrat. Das kann ich jetzt entweder in den Solver eintippen oder mit Hilfe der Wurzel lösen. Dann folgt daraus, BE ist Wurzel aus 7 Quadrat plus 8 Quadrat. Das kann ich jetzt in den ganz normalen Taschenrechner eingeben. Achtung, wenn hier ein negatives Ergebnis rauskommt, einfach das Positive nehmen, weil Streckenlängen sind immer positiv. Also BE sind 10,63 cm. Ja, und das ist genau der Wert, der hier im Zwischenergebnis angegeben wird. Nächster Schritt. Wir brauchen noch den Winkel, wie heißt er, AEB. AEB ist hier zu finden, dieser Teilwinkel. So, und wieder gleiches Spiel. Ich schaue an, in welchem Dreieck liegt dieser Winkel AEB drin, im Dreieck ABE. Nächst überlegen, ist es rechtwinklig? Ja, es ist rechtwinklig, dann funktionieren Sinus, Cosinus, Tangens, Pythagoras. Pythagoras haben wir schon angesetzt. Mit dem kann man auch keine Winkel berechnen, deswegen fällt er raus. Also schaue ich nach, Sinus funktioniert mit Gegenkathete und Hypotenuse, Cosinus mit Ankathete und Hypotenuse und der Tangens mit Gegenkathete und Gegenkathete und Ankathete. Da hier alle drei Seiten im Dreieck bekannt sind, funktioniert alle drei dieser Sätze. Ich nehme jetzt den Tangens, weil das sind die Zahlen schöner. Ja, Gegenkathete durch Ankathete. Die Gegenkathete hier sind die 7 cm, die Ankathete wären die 8 cm. Ja. Also Winkel AEB, Tangens vom Winkel AEB ist gleich Gegenkathete, die Gegenkathete war die Strecke AB, geteilt durch die Ankathete, das war die AE. Setze ich die bekannten Größen ein, Tangens von Winkel AEB ist gleich AB waren 7 und AE waren 8. Das kann ich jetzt wieder mit dem Solver lösen oder per Umformung Tangens hoch minus 1 benutzen. Dann folgt daraus AEB, Winkel AEB ist gleich Tangens hoch minus 1 von 7 Achtel. Das kann jetzt wieder jeder Taschenrechner ausrechnen. Und dann kommt raus 41,19 Grad. Vergleichen wir wieder das genau das Zwischenergebnis von oben. So, und jetzt haben wir alle Teilaufgaben gelöst.